Hallo ihr Lieben, ich hatte so viel Tuck zu Hause und wusste nicht, was ich damit machen soll. Deswegen ist mir die Idee gekommen, so eine Art Dip daraus herzustellen. Und das hier ist dann so ein Schmand-Tuck-Dip geworden. Schmeckt echt lecker. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir brauchen Tuck, die habe ich mir schon ganz grob gebröselt. Das sind diese Cracker. Ihr wisst, was ich meine. Dann brauchen wir Joghurt und Schmand. Weiter geht es mit so ein paar frischen Zutaten. Ich habe Gurken ganz fein gehackt, etwas Basilikum, Frühlingszwiebeln in ganz, ganz feine Ringe geschnitten. Wir brauchen gepressten Knoblauch und Salz. So, jetzt kommen erstmal Schmand, Joghurt, Salz und Knoblauch in eine Schüssel und werden glatt gerührt. Ihr könnt übrigens auch statt des Schmands Frischkäse verwenden. Danach kommen Gurken, Basilikum und die Frühlingszwiebeln hinzu und werden eingerührt. So, dann brauchen wir Schälchen oder ähnliches und da kommt was von den Tuckbröseln hinein. Dann habe ich mir die ganze Masse hier, die Crememasse in einen Spritzbeutel gefüllt, habe unten was abgeschnitten und spritze sie dann über die Brösel und dann habe ich noch ein bisschen Basilikum darüber gestreut, weil es hübscher aussieht und habe oben noch so Tucks reingesteckt und fertig war der Dip. Sehr, sehr lecker und auch einfach mal was anderes, würde ich sagen. Also hatte ich jetzt zuvor so in der Art und Weise noch nie gesehen. So Leute, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Schickt mir eure Bilder gerne, da freue ich mich ja immer. Und dann hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!